Hannover, 17. November 2015. Sirenen, Blaulicht, Polizei. Nach einer Terrorwarnung wird das Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande abgesagt. Fast 11 Monate später kehrt das DFB-Team zurück an den Ort des Geschehens. Die Erinnerungen sind immer noch präsent. Klar, wird das ein bisschen im Hinterkopf sein, logisch, aber allein deshalb jetzt ein mulmiges Gefühl haben, glaube ich, ist bei den meisten wahrscheinlich nicht der Fall. Vor knapp einem Jahr sollte die Partie gegen Oranje 4 Tage nach den Anschlägen von Paris zu einem Symbol der Freiheit werden. Doch rund 1,5 Stunden vor Beginn der Partie folgte wegen einer akuten Gefährdungslage die Absage. DFB-Präsident Reinhard Grindel hofft vor der Rückkehr nach Hannover, dass der Fokus nun auf dem Sportlichen liegt. Natürlich erinnern wir uns daran, was gewesen ist. Wir erinnern uns vor allen Dingen auch daran, was vorher in Paris gewesen ist. Aber ich habe die gute Hoffnung, dass wir um das Stadion herum und auch im Stadion selbst die notwendige Sicherheit haben, die notwendig ist, um sich ganz auf Fußball konzentrieren zu können. Am Dienstagabend wartet dann Nordirland in der WM-Qualifikation. Und rund um die HDI-Arena in Hannover soll diesmal alles friedlich bleiben.